Im Osten des Landes haben Separatisten mittlerweile in mehr als 10 Städten Verwaltungsgebäude besetzt, unter anderem in Lugansk, Mariupol, Charkiw und Donetsk. Sie brechen Scheiben ein, legen Feuer, bedrängen Journalisten. In Horlivka, ungefähr 40 Kilometer vor Donetsk, besetzen prorussische Separatisten eine Polizeistation. Journalisten vor Ort berichten, einige Polizisten hätten sich gewehrt und sich geweigert, ihre Waffen zu übergeben. Ein Oberstleutnant stellt sich anschließend den Polizisten vor. Auf die Frage, woher er komme, sagt er, dass er aus der russischen Armee sei. Die Polizisten sollten sich orange-schwarze Bänder holen, empfiehlt er. Dass ein Offizier sich so filmen lässt, ist eher ungewöhnlich. Russlands Außenminister hatte am Morgen Vorwürfe aus Washington zurückgewiesen. Moskau würde sich in der Ostukraine einmischen. Eine Einmischung würde unseren Interessen widersprechen. Wir haben dort keine Agenten. Später sagte der Kreml, Präsident Putin erhalte zahlreiche Hilfeersuchen aus der Ostukraine und sei in großer Sorge. Feststellung noch, es hat sich heute herausgestellt, dass der amerikanische CIA-Chef die letzten Tage in Kiew war, inkognito, aber das ist wohl nicht so richtig gelungen. Was das sollte, ließ sich nicht herausfinden. Ein Stück Deeskalation ist es sicher nicht. Und noch eine weitere Bemerkung. Gestern haben wir und viele andere Medien eine Szene gezeigt, in der ein angeblicher Oberstleutnant der russischen Streitkräfte hier im grünen Tarnfleck der verblüfften Polizei ihren neuen Kommandeur präsentiert im Ort Oskolika. Diese Szene hat zwar genau so stattgefunden, aber inzwischen mehren sich die Hinweise darauf, dass das eine Art russischer Hauptmann von Köpenick war. Ein kleiner Betrüger, der nicht nur die Berichterstatter, sondern auch die örtlichen Polizisten reingelegt hat. Die standen ja stramm. Das war eine offenbar ziemlich überzeugende Vorstellung und auf völlig andere Weise ein Beleg dafür, wie groß der Respekt vor den Russen dort ist. Wir aber haben uns zu korrigieren und zu entschuldigen. Es gibt inzwischen auch noch andere Darstellungen der Zusammenhänge dieser kleinen lustigen Szene. Aber so, wie es aussah, also ein Stück russische Machtergreifung, war es jedenfalls nicht.